Hallo Leute und willkommen zurück zu. Ja, da, so fange ich mal meine Let's Plays an. Ich hätte jetzt mal das anders anfangen sollen. Egal. Wir kommen zu einem neuen Let's Talk News. Und wie Wally letztes Mal schon meinte, wir sollten uns mal irgendwie einen Namen dafür einfallen lassen. Sollen wir uns mal ernsthaft Gedanken drüber machen? Ja, wir haben heute wieder einige Themen. Ich glaube, ich habe jetzt mir drei rausgepickt und Wally hat sich, glaube ich, vier. Allerdings ein sehr kurzes dabei. Genau. Deswegen fängt der Wahl jetzt auch mal an, dass wir dann halt so immer abwechselnd machen. Ja gut, fangen wir erstmal mit den Austin Ring an, also den großen Preis von den USA, der nächstes Jahr stattfinden soll, seine Premiere feiern soll. Jetzt ist die Frage, ob es einen Baustopp geben könnte durch einen Personalwechsel, weil der Promoter hat Angst, wenn man jetzt das Management wechselt. Mein Akku ist jetzt fast leer von meinem Handy, dass man keine Fördergelder mehr bekommt für die Strecke. Allerdings hat man wohl zugesichert, dass der Staat trotzdem aus 250 Millionen US-Dollar in den nächsten 10 Jahren zur Verfügung stellt. Und deswegen hat der Herr gute Combs, nee, Frau Combs, Susan Combs, also eine Frau Combs, Entschuldigung, hat dem Bernie Ecclestone eine E-Mail geschrieben oder einen Brief geschrieben, wo eben halt auch drin steht, dass die Fördergelder erhalten bleiben. Man allerdings jetzt noch nicht weiß, ob eventuell durch einen Tausch des Managements sich das Auswirkungen gibt auf den Bau, weil momentan scheint der Bau etwas zurückgefahren worden zu sein und bei Austin sieht es wohl genauso aus wie bei Südkorea und Indien, dass es wohl eine enge Kiste wird. Ja, das ist immer wieder geil. Naja, kommen wir zu dem nächsten Thema und zwar fährt die Formel 1 in Zukunft geschlossen. Ja, meine Meinung und Walis Meinung kommt gleich. Erstmal Erklärung. Ja, das war ja schon immer so ein Thema in der Formel 1, dass man in Flugzeug oder halt Kampfjet-Kapseln die Autos ja baut, dass halt außenfliegende Teile den Fahrer nicht mehr im Kopf treffen können, dass er halt noch besser geschützt ist. Und ja, das wurde halt schon sehr, sehr lange geplant. Die Frage ist jetzt nur, wie wird das umgesetzt und alles? Da hat zum Beispiel der Adrian Newey schon einen Vorschlag gezeichnet. Das sieht zwar alles sehr schnieke aus, sage ich mal, aber ja gut, die Meinung kommt gleich. Auf jeden Fall gab es dazu auch einen Fahrer. Meeting oder Fahrermeinungen. Die Fahrermeinungen sind auf jeden Fall durchweg positiv ausgefallen. Du spielst das genauso wie ich schon mit dem Kugelschreiber während der Aufnahme. Stimmt, das sollte ich mal lassen. Und ja, als Erinnerung wird auch nochmal ins Gedächtnis gerufen, Budapest 2009, wo Felipe Massa die Feder an seinen Helm bekam und dadurch 6 Monate außer Gefecht war, weil er ja diese Aufprallwucht und sowas will man halt verhindern, oder halt Henry Surtees, glaube ich, auch 2009, der ja in der GP2 durch den Reifen, durch den umherfliegenden Glaube ich Reifen, nicht GP2, das war doch Formel 3. ja, oder irgendwas auf jeden Fall, ums Leben kam, weil er dem am Kopf getroffen wurde. Ja, und da ist jetzt halt immer wieder so die Überlegung, Kapseln zu bauen, um die Fahrer noch schneller zu schützen. Rosberg zum Beispiel wünscht schnelle Umsetzung. So, jetzt habe ich eigentlich alles gesagt, jetzt kommt meine Meinung. Ich bin definitiv dagegen. Und Walditzki hat mir das auch eben schon gesagt, er ist definitiv auch dagegen, weil irgendwie ist das dann keine Formel 1 mehr. Dann sind die Cockpits zu, dann hat man wirklich, dann ist das immer weniger Formel 1, weil Formel 1 waren irgendwann mal diese schnellsten Karren der Welt und die halt auch ziemlich unsicher waren, wo dann halt auch das Risiko für die Fahrer so ein bisschen so der Ansporn war, dieses Risiko, dass man keinen Fehler machen durfte, wenn ein Fehler passierte, war man tot. Das ist zwar nicht mehr so wie damals, das ist auch gut, denke ich mal, aber jetzt auch noch Kapseln, weiß ich nicht, das gehört glaube ich nicht in die Formel 1, weil so Formelwagen, die sind halt offen. Ich meine, man würde ja jetzt auch nicht jedes Cabrio dann auf einmal in Kapseln verpacken, weil es zu unsicher ist. Wally kann ja gerne auch nochmal seine Meinung selber vertreten. Ja, die Frage ist natürlich auch wieder, wie gut helfen die Dinger gegen Flammen? Ja. Aber gut, da gibt's ja Panzerglas oder was weiß ich. Ja, aber wenn das Feuer innen drin ausbricht, unter dem Ding. Dann hat man ein Problem. Dann wird's heiß für den Ja. Fahrer. Besonders wenn der Fahrer
eingeklemmt ist und das Ding ist irgendwie so verschweißt durch Hitze oder so und dann so verformt und die kriegen das nicht auf die Streckenposten. Was ist denn? Ja, das ist, hat auch wieder so einen Faktor. Es könnte wieder unsicher werden. Soweit erstmal dazu. Und jetzt ist Wahl wieder dran. Genau, und das ist jetzt mal das ganz, ganz kurze Thema. Und zwar geht es um Red Bull. Red Bull, ich nenne bloß das Thema, Red Bull fliegt Essen ein. Ja, viele wissen es ja noch, am 11. September, nein, nicht 11. September, 11. März, gab es ja dieses Erdbeben in Japan, was ja dazu führte, dass es ein Tsunami gab. Und dann, ich sage jetzt einfach mal, das zweite Tschernobyl in Fukushima. Und ja, aus Angst, dass eben halt sowohl die Fahrer als auch die gesamte Crew von Red Bull eventuell dadurch, sag mal, belastet wird durch die Strahlung, lässt man jetzt das Essen erstmal einfliegen für die, sag ich jetzt mal, 82 Personen, zwei Fahrer, ja, und das 80 Mann stark, die 80 Mann starke Crew. Und Christian Horner hat noch den Leuten abgeraten, etwas zu essen, was dort vor Ort gekauft werden kann. Weil man halt Angst hat, dass die Lebensmittel verseucht sind. Ja, das ist, denke ich mal, ein schlauer Schritt. Denn, ja, diese Strahlung, das ist schon heftig. Gut, kommen wir zum nächsten Thema. Es hat was mit einem ehemaligen Ex-Fahrer zu tun und einem Altweltmeister. Frentzen sagt, Schumacher setzt sich unter Druck. Ja, Frentzen hat ein Interview bei einer Bild-Zeitung oder, glaube ich, abgehalten. Der Rennsteward, der war ja Rennsteward-Assistent in Singapur. Und jetzt hat er halt erzählt, dass er meint, dass der Michael Schumacher einfach sich zu sehr unter Druck setzt und deswegen momentan manchmal einfach noch langsam ist. Er vergleicht es so ein bisschen mit der Saison, mit seinem ersten Weltmeistertitel 94, wo er sich auch zum Teil echt sehr doll unter Druck gesetzt hat und dann einfach viel zu nervös und viel zu hektisch war. So Frentzen. Und er meint aber trotzdem, dass Schumacher immer noch einer der Besten ist und dass er immer noch top ist. Ihm fehlt halt nur wenig zu Nico Rosberg und Nico Rosberg ist top. Er gibt sich zwar im Schwand im Fahrerlager, meint er, aber auf der Strecke ist er wohl verbissener als, oder halt mehr unter Druck, setzt er sich selber mehr unter Druck als vorher und dadurch, meint Frentzen, ist er nicht der Schnellste. Ob das so stimmt, weiß man natürlich nicht, aber Frentzen, der hat, denke ich mal, schon ein bisschen Ahnung. Das ist jetzt hier ja nicht Gerhard Berger, der ja meint irgendwie, ich weiß alles. Oder Jackie Stewart, die sind halt diese beiden, die alles irgendwie können. er kritisiert ihn nicht, sondern er sagt halt nur, dass er sich zu viel unter Druck setzt oder halt sich dadurch etwas langsamer ist. Ja, Frentzen und Schumacher waren mal Rivalen auch zum Teil. Also die kennen sich auch gut. Sowohl auf der Strecke als auch mit den Frauen. Auch und Frentzen und Schumacher sind ja damals zusammen im Mercedes Junior Team gefahren. Jetzt auf Wally wieder. Oh, jetzt darf ich wieder, ja. Ein Thema, was sicherlich für die Mercedes-Fans, ich denke mal, für einige sicherlich Freudenschreie ausgelöst hat, während für andere das wahrscheinlich nicht so gewesen ist, weil die gesagt haben, oh mein Gott, wir holen den jetzt da. Aber was ja schon lange bekannt ist, dass ja Mercedes gerne das Team, sag ich mal, etwas aufwerten möchte durch dort neue Techniker, Ingenieure und so weiter und so fort, haben jetzt zwei große Leute angedockt. Und zwar haben einmal Geoff Willis angedockt und der Aldo Costa. Aldo Costa, ja noch vor allem bekannt, war ja zur ersten Hälfte der Saison 2011 Ferrari-Technikchef, wurde dann allerdings abgelöst. Und der wird ab 1. Dezember die Position des Konstruktionsleiters bekleiden, so heißt es hier zumindest ein Artikel, und ja, der Geoff Willis wird am 17. Oktober schon einsteigen und wird dann als Technologieleiter zum Rennstall stoßen und ist natürlich ganz interessant, weil man jetzt zwei große Namen hat und man erhofft sich natürlich jetzt zumindest, oder Norbert Haug erhofft sich, dass natürlich dadurch jetzt ein Performance-Zuwachs entsteht und natürlich der Wagen eindeutig besser wird. Ja gut, ob es was wird, werden wir sicherlich erst 2012 sehen, weil ich glaube für 2010 und die letzte Rennen kommt, 11, 2011. was habe ich jetzt gesagt, 2010? 2010. Also 2011, wird, denke ich mal, der
gute Geoff Willis nicht mehr sehr viel ausrichten können als Technologieleiter, weil, ich weiß gar nicht, wie viel, danach sind noch 4 Rennen zu fahren, glaube ich, ab 17. Oktober. Weil jetzt kommt der Japan und da kommen wir, glaube ich, noch 4 Rennen, ne? Kann das sein? Genau, also ich denke mal nicht, dass der gute Geoff Willis da noch sehr viel ausrichten wird. Ich denke mal, 2012 können wir gespannt sein, wie Mercedes abschneiden wird. Auf jeden Fall. Und es geht weiter mit Mercedes. Vorhin schon, wir sind hier gerade am Mercedes News, drei hintereinander, Schumacher jetzt, dann generell Mercedes und jetzt Rosberg. Und zwar stellt sich so ein bisschen die Frage, fühlt sich Rosberg unwohl? Er hat ja 62 Zähler und ist damit der beste Nicht-Top-3-Teamfahrer, sage ich jetzt einfach mal. Ich hoffe, das habt ihr verstanden. Also er ist der, der nicht bei Ferrari, Red Bull oder McLaren fährt, davon der Beste, der dahinter den ist. Und hat 10 Punkte mehr als Michael Schumacher und hat ja auch im Qualifying-Duell, ich glaube, bis auf zweimal jedes Mal das bessere Qualifying gefahren. Und ist eigentlich auch halt in der Saison wieder etwas schneller als Schumacher zum Teil. Allerdings kriegt er halt nicht so viel Lob von Dieter Zetsche, glaube ich, oder so ähnlich. Und Norbert Haug, sondern die loben eher den Altmeister Michael Schumacher für seine wirklich tollen Rennen, der ja auch die meisten Überholmanöver in dieser Saison bisher hat. Das zeigt ja auch, dass er ein Racer ist und der wird halt die ganze Zeit gelobt und Rosberg eher weniger. Er ist so ein bisschen so der Unscheinbare, ähnlich so ein bisschen wie Button, der halt einfach seine Sache fährt, aber nicht sehr viel Lob kassiert im Gegensatz zu dem Schumacher. Fährt halt nicht so spektakulär, ist aber trotzdem schnell. Und da könnte es vielleicht sein, dass er vielleicht von Mercedes weggeht, denn McLaren, wenn sie die Möglichkeit hätten, würden ihn mit offenen Armen empfangen, so steht es hier drin. Ich denke mal auch andere Top-Teams. Ferrari würde ihn gerne haben, also er ist wirklich ein richtiger Top-Fahrer eigentlich. Und bekommt halt nicht so viel Lob, was ein bisschen schade auch zum Teil ist, weil er eigentlich auch manchmal ganz gute Rennen hat. Und ja, vielleicht braucht der Schumacher es momentan halt eher, weil er zurückgekommen ist und früher die ganzen Siege und jetzt auf einmal auf den Boden der Tatsachen sozusagen zurück. Also will ich jetzt bei ihm jetzt nicht so sagen, weil er war eigentlich immer bodenständig so geblieben eigentlich. Und ja, das ist halt so die, vielleicht so das Risiko, was mit jetzt eingeht, wenn sie Rosberg nicht so weiter loben, dass der vielleicht irgendwann abspringt. Ach gut, dann bin ich ja dran mit meinem letzten Ja. Thema. Und das letzte Thema, wie ich finde, ist, denke ich mal, mit eines der Themen, die, denke ich mal, mit am beeindruckendsten sind diese Woche. Und zwar geht es um Kamui Kobayashi. Und wie ja jeder weiß, ist er jetzt am nächsten Wochenende der große Preis von Japan. Und ja, nach den schlimmen Ereignissen vom 11. März, nicht 11. September, ja, das ist ekelhaft, weil die 11 drinne vorkommt. Und ja, jetzt hat sich der gute Kamui natürlich damals was einfallen lassen. Er hat zum Beispiel mit einer Hilfsorganisation eine App damals gegründet oder eine App erstellen lassen, was sich You Are Connected hieß, was man eben halt fürs iPhone und iPads runterladen konnte. Hat damals 79 Cent gekostet und das haben in den ersten knapp 2 Monaten 10.000 Downloads gehabt. Von Menschen aus 49 Ländern, was schon beeindruckend ist. Das war eben halt so, sag ich mal, sein erster Teil, den er für die Menschen geleistet hat dort. Zum einen hat er jetzt auch noch, wenn ich das recht in Erinnerung habe, hat er noch eine Gruppe von 60 Gästen eingeladen fürs Rennen. Es ist zum Beispiel ein Mädchenchor, die aus dem zerstörten Gebiet kommen und eben halt dort alles aus der Fukushima-Präfektur kommen. Also sind halt dort aus der Nähe von dem Atomkraftwerk, wo ja, sag ich mal, jetzt alles Sperrgebiet ist, so wie Tschernobyl. Und ja, dafür hat er sich mit halt einfallen lassen und die dort ausgewählt, dass die als Gäste da sein können mit Eltern. Und natürlich, wie soll es auch anders sein? Ja, und dann hat sich nochmal etwas anderes ausgedacht, und zwar mit dem Veranstalter vom Suzuka. Er hat gesagt, also abgeklärt mit dem Betreiber von Suzuka, dass er für jeden Punkt, den er 2011 holt, bekommt eine Familie ein Ticket oder jeweils Tickets fürs Wochenende. Bisher hat er 27 Punkte, zumindest steht es hier im Artikel, 27 Punkte, 27 Familien.
eingeladen. Allerdings kamen so viele Briefe an, dass er nochmal 10 Familien draufgelegt hat. Und ja, das denke ich mal, ist eine schöne Sache. Und was sicherlich den Menschen dort wieder sehr viel Mut macht, besonders weil ja die Japaner allgemein doch ein begeistertes Land sind. Und natürlich wurde Kamui Kobayashi noch gleich gefragt, wie er seine Chancen sieht für den großen Preis von Japan. Er sagt, er sieht seine Chancen sehr gut, weil letztes Jahr hat der Sauber auf beim großen Preis von Japan das beste Gesamtergebnis, das beste Teamergebnis rausholt mit Platz 6 und 7. Wenn ich das jetzt 7. und 8. Nee, Kaiwa wurde damals 8. und der Kamui Kobayashi auf Platz 7. Ja, und jetzt sieht er auf man sich natürlich durch DRS und CAS, dass das Rennen noch mal besser laufen wird eventuell, und er hofft natürlich auch, dass Vettel Weltmeister wird, weil der Suzuka Circuit ist ja bekannt für seine Karaoke-Partys, und Japan ist ja auch eins mit der Rennen, wo am meisten Weltmeister eigentlich in den letzten Jahren immer gekürt worden sind. Ich glaube, so ziemlich das Rennen, wo die meisten Weltmeister gekürt worden sind. Und es gab auch einige geniale WM-Entscheidungen in Japan. Und früher auch riesige Duelle zwischen den vielleicht zwei größten Fahrern in der Formel 1 oder mit den zwei größten Fahrern in der Formel 1, Ayrton Senna und Alain Prost. Also, Suzuka vielleicht so eine mit der traditionsreichsten, auch wenn sie noch nicht von Anfang an dabei war, glaube ich, ist wirklich eine der schönsten und traditionsreichsten Strecken. Besonders auch, weil es so besonders ist, weil diese Strecke ist, glaube ich, relativ einzigartig, diese schnellen Kurvenkombinationen und alles, wie wir das auch noch in der Streckenvorstellung zeigen werden, die leider Walitzki machen darf und nicht ich, weil wir beide diese Strecke lieben, weil sie einfach nur genial ist Und weil sie eine 8 ist. und weil sie eine 8 ist. Da werden wir dann, ja, die Streckenvorstellung kommt hoffentlich Mittwoch. Ich hoffe, das schafft der Wally. Und ja, bis dahin. Und dann wieder zum Rennwochenende kommen vielleicht wahrscheinlich keine News mehr. Aber wir werden uns dann ja am Wochenende wieder genug sehen. Wahrscheinlich auch im Livestream. Da muss ich noch gucken, Ob du wach bist? ob ich das schaffe mit dem Aufstehen und so. Naja. Und dann haben wir jetzt auch schon wieder 17 Minuten gelabert. Das war ja auch wieder schön. Aber wir können über 15 Minuten hochladen. Naja, gut. Dann sage ich schon mal Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.